Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, herzlich willkommen zum vierten Duell der Ikoria Pre-Release-Duelle mit der Jenna. Hallo. Und mit dem Julian Tach. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und würde direkt loslegen, ne? Ja. Würfeln, wer anfängt. Ja. Okay, höher? Ja. Gut. Das ist eine 9. Ja, okay, ich habe eine 5. Ach, dann fange ich an. Möchtest du abheben? Nein, möchtest du abheben? Nö. So, 7 Karten. Hoffentlich habe ich alle. Habe ich alles auf der Hand, was ich alle brauche. Farben. Ja. Ja. Yes. Komm, ich probiere es. Ich halte auf. Dann spiele ich ein Gebirge und du bist dran. Oh, du spielst rot. Ich will rot. Ja. Dann ziehe ich. Sperre einen Wald. Und du bist. Mhm. Wald und du bist dran. Dann ziehe ich. Sperre ein Gebirge. Und gib's ab. Hm. Weil du nichts machen kannst. Nee, das ist ja doof. Ja, komm, ich mach's trotzdem. Hontrutz Mentor 3-3. Wenn ein Spiel kommt, lege eine trampische Marke auf eine Nicht-Mensch-Kreatur. Kann ich nicht machen. Und für 3 Mana tappen, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst. Und die trampische verursacht eine 1+1 Marke. Da bist du. Ja, ich weiß. Für 3 spiele ich Moosfell Goriak, 2-4 Wachsamkeit. Wieso jetzt jemand mit 4? Echt, ey. Bin ich? Ja. 3-4 wäre besser. Vier. Ach, du spielst 3-farbig auch. Ich bin Insel. Ja. Ja, klar, ne? Klar, ja, was ist sonst? Nee. Mach das mal so. Mhm. Ich bin diebischen Otter. 2-2. Oh. Wenn er einem Gegner Schaden zufügt, ziehe eine Karte. Der ist mega niedlich. Okay. Dann bist du. Okay. Ah, er ist auch stark. Ja, das stimmt. Mal schön Karten ziehen hier. Ich spiele Enklave der Binder. Kann ich tappen, um ein farbloses Mana zu erzeugen oder für 3 tappen, ziehe eine Karte. Das geht nur, falls ich eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliere. Toll. Ja, nice. Super. Ne? Ist nice. Ist nice. Ist nice. Dann will ich mir das noch auf oder benutze ich das jetzt? Es durfte jetzt gerade nur ein schwarzes Land haben, weil jetzt ziemlich viel auf meiner Hand schwarz ist. Du spielst auch 3-farbig, ne? Hm, ja. Ja. Super. Siehst du doch. Achte ich nicht drauf. Zäh. Überflüssig. 4 spiele ich Blutstarre. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Lege eine Bedrohlichkeitsmarke auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Zerstöre dir deinen Mentor. Hier geht eine Bedrohlichkeitsmarke drauf und ich greife für 2 an. Okay. Bin ich. Drauf, ja. Weißt du, was kriegst du jetzt zurück? Oh. Das was kriegst du jetzt tun? Zurück. Was willst du tun? Was ich tun will, will für 4 Mana auf diesen Otter so ein immer Federphönix draufspielen. 4-4, Mutation für 4. Mhm. Fliegend immer, wenn diese Kreatur mutiert, erzeuge einen roten Artefakt-Spielstein namens Feder. Mit einem Mana auf Warte, die Feder bringe eine Phönix-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. So, das ist jetzt meins. Und dann greife dich an für 4. Oh. Und weißt du was? Ich kann auch eine Karte ziehen. Sagt er ja. Mhm. Oh. Krass. Komm zu. Ach ja. Oh. Nee, das möchte ich jetzt aber noch nicht machen. Wie stark ist der? 4-4. Was hast du auf Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist ja jetzt eine Kreatur, ne? Ja. Wenn ich die ins Exil schicke, sind beide weg. Ja, die liegt ja oben, ne? Ja. Ja, ich greife mal an für 2. Ob beide weg sind, weiß ich nicht. Ich greife dich an für 2. Ja. Ob beide oder ob nur die oberste, keine Ahnung. Kannst du mal. Ja, vielleicht können die Chat-Leute das ja beantworten.
Für drei spiele ich erstmal Kommando der Nachtwache. Wenn die ins Spiel kommt und falls ich in dem Zug angegriffen habe, erzeuge ich einen 1-1 Menschen. Okay. Dann toll. Haben wir ihn. Und dann für 1. Spiele ich im Ganzen Verschlingen. Tappe als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine ungetappte Kreatur, die du kontrollierst. Ich tappe meinen 2-4er. Schicke eine getappte Kreatur deiner Wahl ins Exil, das wäre dann eben dein Phönix. Und lege eine +1/+1 Marke auf die getappte Kreatur, also die, die ich getappt habe. Uff. Dass du dir auch ausgerechnet noch ins Exil schicken kannst, ne? So ja. Fies. Bin ich? Ja, okay, die sagen hier auch, beide müssen ins Exil. Gut, habe ich jetzt auch gemacht. Wow, Julian, weißt du, ich habe mir jetzt gedacht, hey, jetzt habe ich das zweite grüne Mana gezogen. Soll ich jetzt die Mega-Karte spielen oder warte ich noch eins? Ach, du hast eine Vivian auf der Hand. Ekelhaft. So, da spiele ich dann einen Kristallreißer. Mhm, der macht was nochmal? Der hat jetzt nur Reichweite und Trampelschaden. Und wenn er mutiert, dann zerstört er ein Artefakt und eine Verzauberung. Okay. Und für 2 noch eine Glimmerqualle. 1-3. Fliegend und für 2 Mana tappt die Glimmerqualle. Mhm. Du nicht? Ja. Okay. Fies, das ist echt fies. Ich finde den Zauber echt mega. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Mana. Mhm. Ich spiele ein Vivian. Hätte ich das gedacht? Die kommt nicht. Mit 3 Loyalitätsfähigkeiten ins Spiel. Marken. Sagt als stetige Fähigkeit, du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst Kreaturenzauber oben von deiner Bibliothek wirken. Für +1 sagt sie, erzeuge einen 3-3 grünen Bestienkreaturenspielstein. Lege eine Wachsamkeitsreichweite oder Trampelschadenmarke auf ihn. Das kann ich selbst aussuchen. Und für -2, wenn du in diesem Zug deinen nächsten Kreaturenzauber wirkst, durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit niedriger umgewandelten Mana-Kosten, bringe sie ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Ach, los. Super. Der ist er ja, der ist mein kleiner Beast-Token. Mit? Mit Wachsamkeit. Dann für ein schwarzes spiele ich noch Totes Gewicht und gebe deiner Kreatur -2/-2. Permanent. Der, was hast du für Handkarten? Meine Güte. Und dann möchte ich dich gerne angreifen. Ich dachte, meine Handschuhe wäre schon gut, echt. Nee. Und zwar mit meinem Moosfell. Der jetzt 3-5 bedrohlich Wachsamkeit ist. Bin ich? Ja. Ja, super. Wieso habe ich 4 Gebirge? Ich weiß nicht. Ich brauche genau die anderen Farben. Echt, ey? Ich brauche die hier, nicht die hier. Parzellenbiest, 2-4, Mutation für 2. Und ein beliebiges Tappen, schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Falls es eine Länderkarte ist, kannst du sie ins Spiel bringen. Falls die Karte nicht ins Spiel kommt, nimm sie auf deine Hand. Mhm. So, aber das wollte ich eigentlich, finde ich gar nicht so super. Ich wollte eigentlich hier nur deine Verzauberung zerstören. Ja. Och Mann, ey. Na toll. Du kommst ja trotzdem nicht an dem 3-5er vorbei. Ja doch, ich kaufe mal hier die Vivian an, ne? Ah, die fliegt. Ja, die fliegt. Na, dann gebe ich dem nächsten Biest Reichweite. Ja. Habe mich schon gewundert, wieso du es nicht beim ersten gemacht hast. Ach ja, dann bist du. Okay. Dann tappen wir mal. 10. +
Du weißt auch, dass du immer die oberste Karte in der Bibliothek angucken kann, ne? Ja. Kannst. Ja. Der ist viel besser. Reichweite wollte ich dann geben. Ich glaube, das ist hier. Ja. Ja, ich gucke jetzt auch mal die oberste Karte an. Okay. Ich spiele für zweimal einen Fersenbeißer. Der kommt mit einer Todesberührung oder Lebensvergiftungsmarke ins Spiel, ist selbst 2-1. Ich wähle Todesberührung. Und dann für 3 mutiere ich den Jagdanführerliga auf den Fersenbeißer. Das geht nach oben. Und der selbst ist 3-4 und sagt, immer wenn diese Kreatur mutiert, erhalten andere Kreaturen, die du kontrollierst, bis zum Ende plus x und x ist gleich der Anzahl der Mutationen auf dieser Kreatur. Also kriegen gerade alle +1/+1. Oh, mach halt, ne? Und dann möchte ich auch angreifen. Oh, so stark, so stark, so stark. Und zwar mit meiner Bestie, die Wachsamkeit hat, und mit dem Moosfell. Das wären 8 Schaden. Ich gewinne. Toll. Ja, ich weiß, was da oben liegt. Wenn ich? Ja. Ich bin so motiviert. Ach, schön. Eggs Schildkröte. Bam! Nein, das hast du nicht getan. Möchte ich. Nein. Kann blocken. So ein Kristallreißer. Noch einer. Ja. Wieso hast du den nicht daran mutiert? Ja, weil ich das nicht kann. Kostet 2 Grüne. Möchtest du angreifen? Ich hab auch mal wieder total falsch getappt hier, ne? Wäre sowieso egal gewesen. Nee. Nein, also nee. Nicht? Ja. Ja, vier, ja. So, kenne ich ja schon. Ist das so eine Karte, die wäre echt cool, würde ich ziehen. Also ich kann das oben von meiner Bibliothek wirken, ne? Ja, steht da auch drauf. Ja, okay. Dann für 2. Fliege. Fliege. Spiele ich oben von meiner Bibliothek. Essence Symbiont 2-2, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, mutiert, leg eine +1/+1 Marke auf sie, du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Klar, ne? Hier mache ich das nochmal. Plus? Oder warte, bevor ich Plus mache, gucke ich mir doch nochmal erst die große Karte an. Ah, okay. Plus, ich mache mir noch einen mit Wachsamkeit. Das sind jetzt 2. Wir haben hier nicht mehr so viele von unseren wunderschönen Token. Top. Die Wette gilt. Also, mit Pre-Release gegen so eine 4-4 zu spielen, man kommt nicht durch, das ist schon doof. Was überlegst du so lange? Für 4 mutiere ich den Necropanther an den Jagdanführer-Liga. Ja, mutier noch mal drauf, unten, ne? Unten, genau. Ich könnte jetzt eine Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus meinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Ich habe aber leider keine Kreaturenkarte. Egal, hier, all meine Kreaturen kriegen +2/+2, außer er. Das triggert auch noch, das heißt, da geht eine Marke drauf und ich bekomme 2 Leben. Wieso bist du nur auf 5? Also all meine Kreaturen haben +2/+2. Das halten wir mal so 1, fest, ne? 2, 3, 4, noch 1, 2, 3, 4. Wenn ich den blocke. Das, ja, einer davon kann dann nicht angreifen. Ja, ich weiß, also dann hätte ich ja hier schon 2 geblockt, dann kann ich noch 2 blocken. Dann würde ich ihn blocken und ihn blocken, dann kommen noch 1, 2, 3, 4, 5 Schaden durch. Ja. Ne, 5, 6, 7, 8. Jenna, es kommen 8 Schaden durch. Nee, gar nicht. Noch mehr. Hä? Kriegskarte geht hier gar nicht mehr hin. Der greift ja auch noch an. Okay, ja. Ich muss mal überlegen. Also, der kann doch nicht angreifen. Hier, guck mal. Wenn ich mit den beiden
die Blocke. Ihr noch den und den noch auf ihn. Dann kommen noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der kann noch nicht angreifen. Achso. Die beiden können noch nicht angreifen. Es kommen 8 Zorn durch. Ja, ja, ich greife dich jetzt erstmal an. Mit. Okay. Außer du greifst natürlich nicht so gut an, ne? Allen. Oh, schade. Wirklich. Es hat einfach wirklich, meine Kreaturen sterben alle. Da rein. Da rein. Da rein. Der ist noch da. Da rein und dann krieg ich noch genug. Super, kommen wir ins nächste Game. Dann kriegst du noch... Genug. Ja, das heißt. Ziemlich viel krieg ich dann noch. Juhu. Boah, ich hatte sogar beide Kristallreißer und mein Phönix. Trotzdem keine Chance. Keine Chance. Wie hat Papa dich eigentlich besiegt? Hat nicht gut gezogen. Und hier liegst du richtig einmal so. Hab ich mir gedacht, so, komm. Komm, zeig ihm einfach mal, was mein Deck kann. Genau. Also, bumm. Außerdem, meine Vision wurde bei Papa direkt weggemacht. Hm. Das war nicht gut. Durch seinen 6-6er. Brokos. Ja, das Brot. Brotkosten. Brotposten. Wieso hast du die dann überhaupt gespielt? Nein, ich habe sie erst gespielt und dann hat Papa seinen 6-6er nach oben mutiert. An die Kreatur. Hm. Hm. Und mich dann angegriffen. Und auf die Spinne, die dann noch da 2 Marken bekommen hat. Toll. Ich hatte nur einen 3-3er. Interessante Karten. Aha, Abenteuerlust. Ja. So. Ich möchte anfangen. Ja, alles klar. Okay. Super. Das war der Phönix, du ja nicht sagst. Ja, ich guck's mir nach dem Match an. Dann werden wir ja sehen, welche Karte es war. Ich könnte natürlich gut nachziehen. Ja, das könnte ich auch. Ach komm, ich halte einfach mal. Ich halte auch mal. Du fängst ja eher. Ach ja. Du bist. Das ist nicht das, was ich nachziehen wollte. Du bist. Das ist auch nicht das, was ich nachziehen wollte. Das ist gar nicht das, was ich nachziehen wollte. Dann bist du. Das ist das, was ich am wenigsten nachziehen wollte. Du bist. Oder? Ja, ich kann es machen. Oh, schon wieder das Gleiche. Okay, super. So, leg ich eine Trampelschornmarke. Welche Farbe hat Trampelschorn? Rot, ne? Ja. Ja, okay. Du auf hast dich schon so in der Hand. Welche Farbe hat das? Ja. Und für 3 Mana tappen, lege auf jede Kreatur die Trampelschorn vor. Sag deine 1+1 Marke und dann greife ich dich an für 1. Dann bist du. Also meine Handkarten sind gerade so super. Nicht. Meine sind auch nicht so super. Das kann ich dir sagen. Necropanther für 3. 3-3. Immer wenn diese Kreatur mutiert, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit umgewandten Mana-Kosten von 3 oder weniger aufs Deck von Spiel zurück. Cool. Ja, dann bist du. Dann tappe ich. Cool. Ziehe eine Karte. Spiel noch mal. Hab ich ja noch nicht genug von. Ich möchte mehr haben, mir fehlt grün. Dann für 3 und tappen lege ich hier meine Marke drauf. Das tust du nicht. Boop, boop. Dann greife ich dich an für 2 in der Luft. Boom. Okay, dann so. Ich pumpe jetzt einfach die ganze Zeit richtig hoch. So. Dann wird es meine stärkste Kreatur. Ich greife an für 3. Und dann Kommando der Nachtwache, weil ich angegriffen habe, bringt die einen Menschen mit. Dann bist du dran. Dann enttappe ich. Ziehe eine Karte. Spiele einen Mana. Mana. Ein Land, besser gesagt. Dann für. Ist egal. Ist egal wie. Wilder Tigorilla. Mhm. Kommt mit einer bedrohlichen oder einer Trampelschornmarke ins Spiel. Was nimmst du? Trampelschorn. Nein, nicht bedrohlich, so. Dann greife ich nochmal eine Glimmerqualle an. Mhm. Da bist du. Mhm. Kann ich wirklich was machen? Hm? Ich kann nicht wirklich was machen. Aha, cool.
Totes Gewicht auf dein Tortiga-Gorilla da. Also ich finde schon, dass du schon was machen kannst, ne? Das ist ja was. Das heißt, der ist jetzt 2-1. Angriff für 3. 1, 2, 3. Bin ich? Ja. Das ist gemein, aber es ist noch okay. Mmh, ich habe so gute Handkarten, ey. Nur ein grünes und ein schwarzes. Dann bin ich zufrieden. Für 3 Mana und tappen, nick ich mal auf beide wieder eine Marke. Mhm. So. Dann greife ich mit der an. 3. Dann bist du. Pass auf, die Glimmerqualle macht dich jetzt 5, fertig. 6, 7. Die ist nämlich schon 3, 5. Und der ist jetzt 3, 2, ne? Ja. Ja. Angriff mit beiden. Darauf wollte ich reagieren. Mhm. Und sie enttappen. Oh, die kann enttappen. Und blocken. Oh. Ja, okay. Bam. Ja, da bist du dran. Deine Glimmerqualle macht mich jetzt wirklich fertig. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Sprich, eine Insel. Mhm. Für 3 tapp ich. Leg auf beide eine Marke. Wiki. Glimmerqualle! Ja! Greif dich an. Für 4. Mächtig. Mächtig. Ja, da bist du. Mächtig. Ach ja. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich kann ja nicht auf Menschen mutieren. Ach, meine Güte. 1, 2, 3. Ah, du hast drei, so 2 Menschen. 5, 6, 7, 8. Eine Karte muss weg. Welche Karte packe ich weg? Oh, das ist so traurig. Das ist so traurig. Du verlierst gegen eine Glimmerqualle. Ich zieh keine Länder. Wieso? Dann zieh ich. Ich bin noch im Wald. Na, schön. Ich hab hier auch. Gib mir 2 ab, bitte. Gib mir 2 deiner Wälder. Aegis-Schildkröte. Aegis. Für 3 Mana tappe ich ihn. Lege auf beide eine Marke. 4. 3. Wie viel hat er denn jetzt? Der war auf. Der ist 5, 4. Ja. Also, Dann greife ich mal mit dem Bein an. Lass ich durch, komm, wir gehen ins nächste. Pass auf, jetzt kommt's. Ach nee, doch nicht. Da? Nee, auch nicht. Ich hätte noch eine wegmachen können und noch eine wegmachen können. Ich zeig dir aber nicht, was auf meiner Hand war. Shit. Da hat die Aegis-Schildkröte zugeschlagen, ja. Beste Karte in dem Set, ey. Hui, hui, hui. Schlag zu, solange sie noch da ist. Boah. Die war aber jetzt 5, 5, 5, 5, 8, ne? Ich hoffe, die wird nicht gebannt. Ja. Ne? Ich glaube, könnte schon sein, dass Magic die bannt, weil die einfach zu stark ist. So viele Kombos halt. Ja, ist halt ganz gefährlich, ja. Ich fang an. Du kannst so viel mit der machen, ne? Enttappen, angreifen. Blocken, mutieren. Alles. Opfern, aber keiner will sie opfern, denn sie ist zu gut dafür. Ja, jeder spielt die 4-mal im Standarddeck, ich sag's dir. Ja. Für die neue Metakarte. Das wird der neue. Teuerste Karte im Set. Ja. Die Glimmerqualle. Wow. In Foil, ganz besonders krass. Ja. Neben dem Buschköter. Der Buschköter ist die zweitbeste Karte. Ja. Und dann kommt die Aegis-Schildkröte. Sind unsere Top 3 Kandidaten. Warte, hier erstmal noch nur 1, ne? Boop. Möchtest du anfangen? Eigentlich. Klar, möchte ich anfangen. Ah, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, welche Karte ganz unten war. Tja. Tja, ne? Hat aber auch ohne sie geklappt, also alles gut. Ach, ich halte. Oh, ich vergesse die ganze Zeit zu sideboarden. Weil ich noch so eine starke Karte im Sideboard habe. Die ich zuerst nicht reingepackt habe, den Gefährten, den ganz Oktopus. Ja, weil ich nicht wusste, dass man Gefährten auch ohne die Gefährtenfähigkeit umwerfen kann. Oh, ja gut, ne, das. jetzt weiß ich. Wenn man das nicht weiß, ne, dann ist da schon irgendwas falsch gelaufen. So, sortierst du dir eigentlich deine Karten auch immer? Ja, manchmal, ne. Ich sortiere meine Karten immer. In der Reihenfolge, in der ich sie spielen werde. Nein, danke. I, I.
wusste gar nicht, dass die Karte drin ist. So. Oh, ich hab, oh, die Karte ist ja ganz interessant. Ja, halte ich. Okay. Nein! Ich muss noch eine Karte abschmeißen. Achso. Hast du nicht gesehen? Ein Multicolor-Land. Ja, das merke ich mir jetzt. Yes. Komm, wirf die Karte weg. Nein, ich darf sie nicht abschmeißen. Ich schmeiß das ab. Du willst den Phönix also doch auf der Hand halten? Ja. Okay, ich spiele Dschungellicht und kommt getappt ins Spiel. Ich bekomme ein Leben, mach grün oder schwarz. Du bist dran. Ziehe. Ein Wald. Da bist du. Wo ist deine Abenteuerlust, Julian? Ist nicht so. Ich spiele einen Fersenbeißer, der mit einer Todesberührung oder Lebenserhaltungsmarke ins Spiel kommt. Okay. Und natürlich gebe ich ihm Todesberührung, weil das viel besser ist. Bin ich? Ja. Ziehe. Aha! Nein! Nein! Das kann sie nicht sein! Die Glimmerqualle in Feuer! Ja! Weißt du, wie viel Wert du geöffnet hast? Mein Gott, Julian. Ich hab's drauf. Yeah! Okay. Ja! Oh, Fliege. Fick mir ins Gesicht. Fliege. Dann bist du. Achso. Die macht dich jetzt noch einmal fertig. Angriff. Was wirst du tun? Kein Tja, ist 2-1. Und dein Kreatur ist 1-3. Schlimm. Der Toastbüro. Ja. Ich will doch nicht, dass meine Glimmerqualle steht. Okay, okay, jetzt verstehe ich's. Ja, Jim, ich kann dich richtig verstehen. Du musst bedenken, dass sie jetzt angreift und dir einen Schaden macht. Nein, ich gehe auf 20. Nani. Nani. Dann bist du. Okay. Also die ist einfach nur OP. OP. Boom. Oh, oh, oh. Nein, ich kann das nicht tun. Ich möchte angreifen für 2. Ich enttappe und blocke. Sie muss geopfert werden. Es muss sein. Wenn du das jetzt tust. Oh mein Gott. Ich gebe ihr +3/+3 und lege eine Trampelschadenmarke drauf. Nein. Trampelschaden ist rot, ne? Ja. Rot. Dann kriege ich aber noch Schaden, ne? Ja, 2. 2. Oh. Bin ich dann da, ne? Ja. Ja, gut, dann zieh ich. Toll, Julian. Ich würde es eigentlich anders machen. Mann, ey. Nur wegen dir. Nur wegen dir. Yeah. Bam. Polterner Bergsturz. Fügt dir doch nicht wirklich viel Schaden zu. Fügt deiner Kreatur so viele Schadenspunkte zu, wie du Länder kontrollierst. Dann bist du. Das sind 4. Das hätte ich mir aufgehoben. Tja. Denn ich kann sie aus dem Friedhof zurückholen, ha? Ja, genau. Würde ich jetzt auch sagen. Tja. Wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht. Ja, jetzt hast du ein Nekro-Pantamata. Jungtierhüter. 3-5 Lebensverknüpfung. Immer wenn diese Kreatur mutiert, erzeuge 2-1-1 weiße Katzenkreaturspielsteine mit Lebensverknüpfung. Cool. Nice, ne? Nice. Dann bist du. Oh, das ist ein richtiges Brett, ne? Ja, Brad Pitt. Oh. Nein. Einfach nein. Boss, sie ist Wildschwein. Ja. Okay, das kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Dann bist du. Mhm. Was wirst du jetzt tun? Angriff. Lass ich durch. Und dann. Boah, das ist doof. Doof. Ein 3-5 war es doof. Oh nein. Für 3. Moosfell. Mhm. Goriak 2-4 Wachsamkeit. Super, bin ich? Da bist du, ja. Ah, hier. Nee. Für 2. Mhm. Demütiger Naturkundler. Mhm. Für 3.
Ergiebigmacher. Kommt mit 2 Marken ins Spiel und ich kann für 2 Mana eine Marke von ihm entfernen und meine Bibliothek nach einer stundenlangen Karte, die so und sie getappt ins Spiel bringen. Rot. Und dann noch meine Bibliothek mischen. Dann greife ich an. Lass ich durch. Ich auf 19. Wow. Da bist du. Ja. Nice. Nur für dich. Nice. Was wirst du tun? Aufgeben? Aufgeben ist keine Option. Schade. Ich greife an. Mit beiden. Mit beiden, sagt sie. Naturkundler blockt deinen Jungtierhüter. Den anderen lässt du durch? Ja. Kriegst du 2 Schaden? Gut. Also machst du nichts mehr. 3 Leben. Ja, doch, ich mache jetzt schon noch was, ne? Ja, so ein Pump-Spur oder sowas. Damit hätte ich jetzt gerechnet. Oder irgendwie so. Für. Vielleicht. 1. Ja. Im Ganzen verschlingen. Ich tappe ihn, um dir den ins Exil zu schicken. Und hier geht eine Marke drauf. Genau. Und dann für 3 spiele ich noch einen Fernsucher. 1-1 Wachsamkeit. Okay. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen und dann deine Bibliothek mischen. Cool. Mach ich jetzt auch. Kann ich schon mal? Ja. Dann mal gucken, wo meine ganzen Karten hier alle sind. Den hatte ich noch nicht einmal draußen. Den hätte ich gerne draußen. Ich nehme Wald. Nicht mischen. Ich mutiere auf ihn drauf. Okay. Den Trompetenden der ist 3-3. Jetzt ist er 5-5. Mhm. Und wenn er mutiert, erzeuge ich einen 3-3 grünen Bestienkreaturenspielstand. Dann habe ich einen 5-5er. Dann bist erstmal du dran. Okay. Was ist das? Das ist ein Turner. Oh. Also nicht O im Sinne von das ist ein Turner, sondern O im Sinne von der Karte, die ich gezogen habe. Cool, nice. Für 3. Chicken. Fuchspapagei wird auf das Jungtierhüter mutiert nach unten. Der Papagei sagt eben fliegend und wenn diese Kreatur mutiert, lege einen +1/+1 Marke auf sie. Also geht hier eine Marke drauf. Mhm. Und der Jungtierhüter sagt ja selbst, immer wenn diese Kreatur mutiert, erzeuge 2/1/1 Katzenkreaturspielsteine mit Lebensverknüpfung. Nein, das ist ein Katzenvogel. Muss mal gucken, sonst muss ich. Ach, ich Katzenvogel. Hab hier eine. Zur Not lege ich dann 2 drauf. Ah, warte. Ich weiß, dass ich hier in meinem Pre-Release Pack eine hatte. Die hatte ich nämlich vorhin gesehen. Ja. So, Bam. Und dann komme ich eben in der Luft für 4. Für 4, 1, 2, 3, 4. Ich selbst 4 Leben. Bin ich? Ja. Und ziehe ich. Nice. Du willst es also wissen. Dann würde ich mal sagen für 4. Einen Vogel drauf. Mhm. Vogel. Okay, noch eine Bestie. Gib mir die. So. Und ich krieg eine Feder. Das sagt der. Und dann kann ich nämlich für einen Mana opfer die Feder, bringe einen Phoenix-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Mhm. Ziemlich praktisch. Und ich bin noch nicht fertig. Nämlich, ich spiele noch für 2. Die ist wie stark? Die ist 4-6. Ach, 4-6? Alter, das ist ja schön. Durchrammen. Meine Kreatur fügt einer Kreatur, die ich nicht konnte, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Falls sie Trampelschaden hat, was sie jetzt nicht hat, würde noch Schaden noch drüber gehen. Und dann schieße ich ihr 6 Schaden. Du bist gemein.
Dann greife ich dich für. Warte, ich. Nee, ich tapp mal nur die oberste, okay? Für 6 an. In der Luft. Ich auf 20. Da musst du. Für 1 spiele ich mal Abenteuerlust. Ich schaue mir die obersten 3 Karten an. Kann davon ein Land oder eine Kreatur offen vorzeigen oder auf meine Hand nehmen. 1, 2, 3. Offen vorzeigen? Ja. Okay. Hm. Zerstöre eine Kreatur, Spell so. La, la, la. 3 Stück. Okay. Fersenbeißer. Oh. Der hat leider keinen fliegend. Ja, ich weiß. Okay. Spielst du ihn da noch aus? Oder? Überleg ich gerade. Ach ja. Wie schön. Für 5 spiele ich mal unzertrennliche Verbindung. Mhm. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof mit einer Lebensverknüpfungsmarke auf ihr ins Spiel zurück. Bringe ich den im Tier wieder zurück. Na okay, der hat zwar schon Lebensverknüpfung. Aber doppelt hält besser, habe ich gehört. Wo ist Lebensverknüpfung? Da ist Lebensverknüpfung. Wow, super, Jono. Okay, bin ich? Ja. Dann enttappe ich. Super. Ziehe eine Karte. Okay. Für 4. Nomadisierendes Großhorn. 3, 4. Einfach jetzt nur. Dann greife ich dich wieder in der Luft an für 6. Ich habe 14. Dann bist du. Erstmal für 2 Fersenbeißer mit Todesberührung. Haben wir hier noch Todesberührung? Ja, hier. Gut. Und dann greife ich dich mal an mit meinem Moosfell und meinem Jungtierhüter. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Darum mache ich einen Dreifachblock auf den. Dreifachblock auf den? Ja, auf den Jungtierhüter. Mit den 3, ja, du hast ja nur noch die 3. Ja, ich schieße deinem Großhorn 4 Schaden. Okay. Wusste ich doch. Und dann töte ich dir den. Nein. Nein, der bleibt drin. Und ich sehe noch 3 Leben und du kriegst 3 Schaden. 3. Ich wusste doch, dass du was hast. Genau deswegen habe ich mit 3 Kreaturen geblockt. Weil ich mir schon dachte, dass du irgendwie eine kaputt schießt. Weil dann wären halt alle bei mir draufgegangen, so hochgefüllt. Dann bist du dran. Ziehe. Okay, für 3 Mana. Horn, Trutz, Mentor. Bedrohlichkeit. Trampelschaden. Kann ich legen und dann für 3 Mana kann ich ihn später tappen. Und der Kreatur +1/+1 geben. Ja, macht glaube ich nur Sinn auf meinen Phönix, ne? Okay. Und dann greife ich dich auch wieder mit meinem Phönix an. Für 6 wieder, ne? Ja. Okay, ich hoffe, ey. Dann bist du. Ja. Kann man auch auf Token mutieren? Ja, ne? Mhm. Okay, aber will ich gar nicht. Glaub schon. Für 5 mutiere ich den fauchenden Schnitter auf meinen Fernsucher. Mhm. Der ist selbst 4/6 und sagt, immer wenn diese Kreatur mutiert, opfert jeder Gegner eine Kreatur.
Das haben wir mal wieder super gezogen, ne? Ja, ich opfer mal den Hundputzmittel. Okay. Du bist tot. Ich habe 5 Kreaturen und du hast eine. Stimmt, hast recht. Auch wie du. Da, nur weil du die. Ah, der hat sogar Wachsamkeit. Die beiden haben Wachsamkeit und ja, ich greife dich mit allen an. Nur weil du wieder top deckst, ne? Ja, super. Okay. Wäre sowieso nichts ich gekommen. Ich hab noch ein ja. Land. Und so. Okay, danach geht's jetzt nach dem Land kämen die ganze Kreton. Puh. Meine Güte. Da. Ich wollte den einmal ausspielen, aber ich habe ihn nie gezogen. Ja, dann habe ich gewonnen, ne? Ah, oh, ja. So. Ja, das war echt schon. Das war echt gut von dir. Das war. Ja, mein Deck ist halt auch irgendwie. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass du den wirklich. Dass du jetzt so top deckst, ne? Das war schon echt lucky. Sonst hättest du sogar vielleicht noch verloren. Aber ja. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.